So, meine Damen und Herren, da bin ich wieder. So, mittlerweile kurz vor Hamburg angekommen. Hamburg hat mich auch freigegeben für einen ALS 05. Jetzt habe ich natürlich durch den Kameraumbau ein bisschen Zeit vertrödelt hier. Und deswegen werde ich jetzt mal sehen, was mal. Ich ein bisschen gerade hinbaue hier. So, schalten wir nachher zu. So, als erstes müssen wir mal runter auf 3000 für den ALS. Und wir sind Ripso, dann drehen wir mal kurz um. Wir kommen Vectors. Ein bisschen zu weit geflogen. Flugplan. Alf müssen wir mal anmachen hier. Alf habe ich hier 28. Kann ich ihn ja mal einschalten. 28 Meilen sind wir von Hamburg weg. Hamburg, die Elbe, wie auch immer, liegt da vorne. Ne, dann bin ich, Moment, da war ich falsch. Wir gehen mal auf Elbe, VOA, rechts rum. Gucken wir mal eben den 05er Anflug an. So, wird ein ganz normaler Einmotorenanflug. Elbe, VOA 153 outbound, Annexi 110,5. Können wir schon mal einschalten, haben wir schon die Frequenz. So, da sehen Sie, das ist schön IMC hier, plus 5 Grad. Okay, Kabine ist vorbereitet zur Single-Engine-Landing, also Anschnall zeigen wir nochmal an. Dann haben wir eigentlich hier ein ADF, ich guck mal eben. Nee. So, 110,5, wunderbar. Ganz normaler Anflug, Single-Engine, Auto-Brake Low. Sonst noch was zum Status, gucke ich mal eben. Engine One Relight können wir nicht, weil es beschädigt ist. Engine One Bleed hat es ausgefallen. Ja, nur K3 geht nicht. Alles andere kann man machen. Und wenn es eben geht, mal Icing vermeiden. So. Was habe ich denn hier? LVOA. Ne, das Grünstrupp hat er hier drin. Das ist ja gar nicht mein Humor. Was soll das denn? Mein LBV. Warum merkt der LBV denn nicht? Moment, umdrehen. Hier habe ich eine Fehlinterpretation. Drehe auf jeden Fall mal um. Ich muss noch mein LBV angeben. Na, dass ich eine andere Anzeige bekomme. So. Jetzt habe ich es drin. Das Grünstrupp, da stimmt die Frequenz nicht, die hier hinterlegt ist in der Datenbank. Das ist nicht gut. Ein Fehler drin in der Datenbank. 115,10, wenn man dann mal. Noch nicht gut. Da gibt es das von 2,11 nicht mehr. Das bezahlen. Ich habe eine alte Karte hier. Macht nichts. Hole ich mir mal eben eine neue Karte. Drehen wir eben um. Packe ich einfach durch die Sicherheit. So, jetzt habe ich mir mal, ich habe nämlich meine Datenbank aktualisiert. Schauen wir mal. 3000 Fuß haben wir jedenfalls, 230 ist die Speed. Sind. Alles klar. Tempo stimmt. Ja, LVOA gibt es nicht mehr. Hamburg gibt es noch. Kurs ist aber richtig. Wir können mal auf 190 gehen. Ja, auf 100. Entschuldigung. Delta Hotel 256 direkt. Ah,
Karte, neuestes Modell. Man soll eben nicht mit alten Karten herumjuckeln. Da bin ich im Simulator ein bisschen ruschig geworden. Das ist aber nicht gut, aber es ist ja noch aufgefallen, dass das nicht funktioniert. So, Approach 05. So, jetzt habe ich die neueste drin. So. 110,5 stimmt aber noch. In der Hotel Echo habe ich. 230 ist eine gute Geschwindigkeit. So, was wir machen ist Flaps 3 Landung bei Single Engine. 3000 Fuß passt. An Next Initial Approach passt. Hier stellen wir mal auf 40 Meilen um. So, hätte ich den Kamerawechsel eben nicht gehabt, dann wäre ich auch ein bisschen zügiger unten gewesen. Das sehen wir der Sache mal nach. Aber das Flugzeug fliegt stabil. Es ist ja nicht kaputt. Fuß, das ist alles beim Alten geblieben. Hören wir mal das Wetter. Wind leicht nordwestlich, 4 Knoten, können wir die 05 nehmen, ist kein Problem. Gut, so, dann konzentrieren wir uns jetzt mal aufs Fliegen. Eine 6 Kilometer Sicht unter ganzen 1000. 1001, das QNH ist set. So, Flaps 3, Single Engine Landing Prepared, das machen wir auch schon mal, Nose Lights On. Was war erledigt, haben wir erledigt. So, hier haben wir Alt mit 22 Meilen, das passt auch. Oh, 4 Grad, 5 Grad Trimmung, ne? Seitenruder. Ganz leicht Bang zum gesunden Motor. Ansonsten ist eine Single Engine Landing nichts Besonderes. So, wir gehen gleich in den Endanflug. Wir haben noch 13 Meilen. Okay, Hamburg gibt mir Vectors. 150. Temperatur 5 Grad. Sehen Sie, ist die Leistung, das hält sich in Grenzen. Viel schneller sollte man auch einmotorig jetzt nicht fliegen, um das Triebwerk zu schonen. Vor allen Dingen nicht, wenn man so kurz unterwegs ist. Wir müssen eh gleich die Klappen fahren im Anflug. Wir drehen jetzt über den Totenmotor. Linkskurve 40 habe ich jetzt als Vektor. So, immer. Hier gilt auch wieder die Regel, fly the aircraft first, aviate, navigate, communicate. Also erst navigieren, erst fliegen, dann navigieren und dann kommunizieren, nicht umgekehrt. Ne? Viele machen das im Stress umgekehrt, die reden sich um Kopf und Kragen, ohne eine wirkliche Situationsübersicht zu haben. Und das gilt auch hier. Erst fliegen, dann navigieren, Situationsübersicht also zurückgewinnen, dann kommunizieren. Weiß ich auch, was ich kommuniziere und rede mich da nicht aus der Situation heraus mit falschen, gebe keine falschen Informationen und rede wirres Zeug. So, gehen wir auf 10, da habe ich 20 mal eingestellt bei Ihnen. Wir wollen Anexi, ne? Da wollen wir hin. Und da beginnt unser Final Descent. Das ist eigentlich, so ein Approach ist nicht anders als ein Double Engine Approach.
APU habe ich aus Sicherheitsgründen angemacht, falls irgendwo doch noch ein System nachher streikt, dass ich das zur Verfügung habe. Landegewicht 58,6 ist unkritisch. So, Vektor 1,2,0. Ich versuche jetzt flach anzuschneiden, um keine großen Kursänderungen zum Schluss mehr zu haben. Ja, Verse 1,1,0. Gut, aber wir gehen mal runter mit der Speed auf 210, Flaps 1, so, System gecheckt, gut, Heading 090 und cleared ILS Runway 05. Approach. So, ich lasse gleich mal diese Kamera mitlaufen. Dann, im Moment sehen Sie nichts. Wir haben mitten in der Suppe drin. Bei 1000 Fuß kommen wir raus. Ich gucke mal, ob ich Hamburger Wetter habe. Echo Delta Hotel Echo Airport Information November 1225 Zulu Weather Wind 357 at 3 Visibility. Lexi spätestens. So, wir drehen ein. Localizer kommt. So, Approach Checklist completed. Den haben wir dem auch aus, den Generator. Okay, establish localizer, runway 05, Hamburg. Okay, cleared ILS and cleared to land 05. Wir haben Priority. Ich habe ja auch ein paar angemeldet eben nochmal. Kurz vor Annexi jetzt. Gleitflug ist moving. Wir gehen runter auf 200. So, was wird meine Approach Speed werden? Approach Phase, die wird werden 132, ich werde mal plus 10 fliegen, 100 um die 140 in der Konfiguration. Die 140 ist ja Flips 3. Okay, Annexi, wir drehen immer auf 10 bei Ihnen. Gleitflug ist captured. Ich habe noch keine Bodensicht. Sobald ich die habe, schalte ich die Kamera ein. Okay, Glide Localizer ist ja coupled. Glide Slope ist coupled. Und auf 190. Flaps 2. Den Widerstand halte ich lange unten. Auto andere Peter. So, jetzt haben wir Bodensicht, jetzt schalte ich mal hier die Kamera ein. So, sehen Elbe, bisschen suppig alles. So, Checklist, Pro Checklist completed. So, wir machen einen ganz normalen Anflug, möglichst wenig Leistung. Gehe ich jetzt schön mit der Speed stufenweise runter, 180, dass er nicht nachschieben muss, da passe ich auf, denn Nachschieb bedeutet viel Trimmen und das macht das Aircraft immer etwas unstable, so wie haben in Hamburg Schnee, wie Sie das sehen, und schlechte Sicht. Mal gucken, was wir haben. Echo Delta Hotel India Airport Information Oscar 1220 Zulu Weather Wind 357 at 3 Visibility 4200 Sky Condition. Wenn noch kann, ist das besser, ja. Echo Delta Hotel India Airport Information Apartment. Ist mir jetzt auch egal. So, Fox Park. Irgendein anderes Stadion hier unten.
exercise. Okay, manual. Flaps Flapstreaker down. Ich mache das spät, um den Widerstand wegzuhalten. Geschwindigkeit 155. Auch hier sorge ich dafür, dass er nicht nachschieben muss. Nicht viel jedenfalls, dass ich möglichst keine. So, was haben wir für Trimset rechts 3, 4, das reicht. Guck mal ein bisschen, falls er mir gleich wegschiebt. So, ein bisschen mehr geben noch. Aber schön auf dem ILS bleiben. Slide hit 3. Alles ist gut. 500. Okay, runway Zeit. Wir bleiben auf 400. Auf 140. 300. Dann schiebt er wieder nach, wieder dran zurückfahren. 100 bar. So, ich setze die Tonne auf 0 und mache den Rest mit dem Seitenruder aktiv hier. Das ist mein Minimum. Dann habe ich sie besser im Gefühl. 100. Schön steuern. So, wir sind 50, 40, 30, 20, retard. So, schön hinsetzen, schön halten. So, rechts ein bisschen idle reverse. Mit sieben Siegeln, eine Single Engine Landing. Ich mache es immer gerne so, dass ich mir ganz zum Schluss zum Flare die Trimmung hier auf Null setze, also nicht den Yaw-Damper laufen lasse, damit ich das Gefühl im Seitenruder kriege, wie ich sie steuern muss. Da habe ich sie besser im Griff. Es gibt Airlines, die verbieten das, die wollen das nicht. Möglich ist das. So, machen wir wieder alles aus hier. So, wir sehen, also Takeoff ist der Engine Failure heute im Takeoff war der kritischste Moment. Das ist echt gefährlich. Da machen sie einen Fehler und dann liegen sie auf der Nase. Schön, das Flugzeug immer sofort bankt zum gesunden Motor. Das kann man bis zu 10 Grad machen. Das geht. Dann auch nicht zu steil wegziehen, also nicht steigen. Sehen, dass sie über 150 kommen, also 148 V2. Dann clean machen, wenn sie stabilized, wenn sie das im Griff haben. Nicht alles auf einmal versuchen. Erst die Maschine wirklich fliegen. So, und dann clean machen und dann weitermachen. Hm? Denn auch, sage ich mal, ein Moment Kontrollverlust in der Steuerung, selbst wenn sie das Fahrwerk dann einfangen und sie verreißen dabei in Bodennähe, sind sie tot. Hm? Bei der Geschwindigkeit. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage Tschüss.